Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Viele hatten gedacht, nach dem Distrack gibt es auf jeden Fall sehr viele Informationen. Und das war's dann zu dem ganzen Saiyan-Spektakel und dem ganzen Alpha-Geschichten drumherum. Und am Ende kam natürlich von Gent und von Jigsaw mittlerweile auch ziemlich viel heraus. Der Gent hat etwas sehr Interessantes gepostet auf Instagram, eine kleine Insta-Story, Freunde. Ich zeige es euch mal kurz, meine lieben Freunde. Da könnt ihr euch selber einen Blick von machen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was da in den letzten Monaten und Jahren alles so passiert ist. Said ist eine kleine Fotze, ich sag euch warum. Mein Bruder Kollege hat ihm ein Mercedes-Benz geschenkt, hat ihm eine Unterkunft geschenkt. An dieser Stelle, Props an Capo. Ich küsse deine Handfläche, Bruder, ich küsse deine Handfläche. Hättest du den mal damals querschnittsgelähmt gemacht, Hund, du Hund. Oh shit, meine lieben Freunde, also der Said soll wohl vom Rapper Capo Schläge kassiert haben oder vielleicht nur einen Klatscher oder irgendwelche kleinen Sticheleien. Was geht ab, Freunde? Ich wollte mich mal bedanken für die krasse Resonanz auf Schwarzmond. Ihr habt wirklich wieder alles rasiert. Ich küsse eure Herzen. Ihr könnt euch sicher sein, da kommen noch die ein oder anderen Überraschungen auf euch zu. Und eine Sache noch zu so einem Windhund. Zu so einem kleinen Windhund, der gerade am Bellen ist, der sich irgendwelche Lügen aus dem Arsch zieht. An dieser Stelle Shouts an Capo. Wenn wir jemals eine körperliche Auseinandersetzung hatten, dann sagt das bitte. Aber ich weiß nichts davon. Auf jeden Fall, keine Sorge, Leute. Die Gerechtigkeit wird immer siegen und ich küsse eure Herzen dafür, dass ihr falsche Menschen nicht supportet. Denn dieser junge Herr, hat mit seinem letzten Release nicht mal 300 Einheiten verkauft. Er hatte 7 Features. Er ist auf 30 gechartet. In diesem Sinne, Leute, ihr braucht mir nicht die ganze Zeit zu schreiben, dass er ein Hurensohn ist oder sonst irgendwas. Ihr müsst nicht auf seine Mutter oder Familie gehen. Wir haben Ehre, wir haben Anstand. Wir begeben uns nicht auf sein Niveau. Er hat mich Bastard genannt. Er weiß, dass mein Vater gestorben ist. In diesem Sinne habe ich dazu nichts mehr zu sagen. Was im Nachhinein noch kommen wird, sind alles nur Reaktionen auf seine Taten. In diesem Sinne, Leute, supportet keine falschen Menschen. Peace. Was da genau so passiert ist, können wir natürlich nur vermuten, ja, also Gent hat das Ganze in den Scrollen gebracht, meine lieben Freunde, ob das jetzt wirklich so wahr ist oder nicht, das bleibt natürlich fraglich, auf jeden Fall ist das eine echt interessante News, das könnte den Ganzen natürlich ein bisschen ins Rollen bringen, also der Seyed ist wohl nicht ziemlich unschuldig, also in der ganzen Geschichte, also irgendwas hat er im Busch, wir wissen nicht, was da faul ist, was da richtig ist, keine Ahnung, meine lieben Freunde, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander. Ich kann mir in dem ganzen Spektakel nichts irgendwie zusammenlegen und sagen, okay, das ist das Richtige, das ist das Falsche. Es ist wirklich sehr kompliziert, der Fall. Wir werden auf jeden Fall niemals die hundertprozentige Wahrheit hören. Wir werden immer nur irgendwelche Spekulationen und irgendwelchen Gerede hören von beiden Seiten. Jeder ist das Opfer, der andere ist der Täter und ja, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze ein bisschen zu verstehen, meine lieben Freunde. Yo, das war's mit diesem Video, meine lieben Freunde. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und wenn ihr auch regelmäßig einschaltet, meine lieben Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out.